Mein Zeugnis kommt aus einer kritischen Einstellung zu einer liebenden Einstellung. Und zwar in einer Alltagssituation. Die Situation war dann immer so, ich tat etwas aus Liebe und ich habe erwartet, dass es mit Respekt und Wertschätzung beantwortet wird. Und wenn dann Nörgeln kam oder eine Kritik, dann war meine Liebe zu Ende. Vor allem, und das habe ich bemerkt, war es bei Menschen, die ich sehr mochte. Und wenn das der Fall war, kam die Haltung des Ungehaltensein. Und über dieses Wort redete der Herr zu mir, Ungehaltensein. Er offenbarte mir, dass ich dann im wahrsten Sinne des Wortes ungehalten bin. Ich bin dann eben nicht im Königreich. Ich bin nicht mehr gehalten und mein Ärger drückt durch. Und ich reagiere ja dann absolut gleich wie das, was mir begegnet ist. Und ich habe das immer gemerkt, ich wollte nicht so reagieren, ich wollte nicht ungehalten sein. Aber der Schlüssel jetzt von diesem Wort hat mich total in die Gegenwart Gottes gebracht. Ich habe gemerkt, jetzt, wenn ich merke, oh, jetzt könntest du ungehalten sein, gehe ich in dieses Halten rein vom Herrn. Ich sehe dann, wie er mich buchstäblich hält. Und ich liebe meinen Papa im Himmel sehr und dann hat er immer ein Wort für mich. Und das hilft mir, weil ich dann das viel besser umsetzen kann und viel besser darin leben kann. Ich lebe dann nämlich in diesem Wort. Und in seiner Güte hat er mir 1. Petrus 2,20 gegeben. Aber wenn ihr leiden müsst, obwohl ihr Gutes tut und dann standhaft bleibt, das findet Gottes Anerkennung. Wow, ich sage euch das, war augenöffnend. Ich habe dieses Wort immer ins Große getan. Immer, ja, also da gibt es Leute, die leiden wirklich. Ich habe mich nicht so leiden gesehen, aber wenn ich heute über die langen Jahre diese Dinge anschaue, es war Leiden. Meine Seele hat gelitten und auch mein Geist hat gelitten. Und durch das, dass jetzt Gott sagt, du hast seine Beurteilung, du hast Anerkennung. Diese Anerkennung, dieses Gehaltensein gibt mir den Stand. Und das habe ich total gemerkt, dass ich in diesem Wort jetzt einfach lebe und sage, super Herr, du hältst mich, du anerkennst mich, dann ist alles gut, dann muss ich nicht mehr lieblos reagieren und darf in dieser liebenden Einstellung einfach die Dinge auch klären. Ich kann sie dann auch ansprechen, weil es geht ja dann sehr oft auch darum, gerade für Menschen, die man nahe bei sich hat, dass man dann Dinge auch ausspricht und nicht einfach nur erduldet und erleidet. Und da möchte ich dem Herrn so eine Ehre geben, dass ich hier Buße tun durfte für mein Ungehaltensein, weil das ist der Schlüssel. Amen.